Heute stehe ich bei meinen Gurken. Es ist jetzt Mitte August und die sehen noch richtig gut aus. Letztes Jahr hatte ich nicht so ein Glück, aber Gurken sind auch richtige Sensibelchen. Damit jetzt noch so schöne Früchte hier dranhängen, muss man auch ein bisschen was machen. Sie brauchen viel Wasser, ungefähr 3 Liter pro Pflanze. Wenn es trocken ist oder zu trocken ist und die darunter leiden, macht es der Gurke richtig Stress und sie werden bitter. Dann kann man die auch nicht mehr essen, sollte man auch nicht mehr essen. Hier unten habe ich alles so ein bisschen ausgedünnt, habe die großen Blätter weggenommen. Es kommen auch überall noch kleine Pflanzen, wie dort zum Beispiel, nicht Pflanzen, sondern kleine Gurken. Und da pflanzt habe ich das Ganze hier mit Tagetes. Gemulcht ist es immer noch so ein bisschen, hier ist noch ein bisschen Rasenschnitt drauf. Ja, das soll die Füße eben schön warm und auch feucht halten. Also schön dran denken, Gurken brauchen immer viel Wasser und man sollte sie früh ernten, damit sie nicht zu groß und zu dick werden. Und deswegen kommen die hier schon mal ab. Und durch gute Düngung, meist organischen Dünger, wie zum Beispiel Hornspänen oder Pferdemist, erreicht man auch eine richtig gute Ernte. Ich habe jetzt von den 4 Pflanzen, die ich hier zu stehen habe, 48 Gurken bis jetzt bekommen. Und da hängen ja immer noch reichlich dran, die auch noch gut aussehen und gut ausgebildet werden. Also ich denke mal, wird eine gute Ernte dieses Jahr. Langsam kann ich auch dran denken, dass die Tomaten ihre Blüten nicht mehr voll ausbilden werden zu Früchten. Das kostet jetzt nur noch Kraft und deswegen müssen wir die schon abschneiden. Wir haben ja schließlich nur noch 2 Monate, damit die Tomate noch was bilden kann. Also nehme ich mir hier die ganzen Pflanzen, wo noch Knospen dran sind, Blüten dran sind und schneide die weg, damit die ihre Kraft in die restlichen kleinen Pflänzchen, Früchte steckt. Auch das Ausgeizen immer mal wieder dran denken, kostet alles unnötig Kraft. Ja, und so schneide ich so langsam, aber sicher die Tomaten kurz. Hier habe ich noch ganz guten Fruchtstand und hier sind so eine kleinen Tomätchen nur noch dran, die nehme ich auch runter. So, und da gehe ich jetzt meinen ganzen Garten, meine ganzen Tomaten mit durch. Und jetzt hoffe ich natürlich, dass noch möglichst viele Tomaten nachwachsen und rot werden. Die lustigsten Tomaten haben sich hier freiwillig ausgesehen. Die gut schmeckenden werden natürlich weiter vermehrt fürs nächste Jahr. Und selbstverständlich hoffe ich, dass mir die Kraut- und Braunfäule keinen Strich durch die Rechnung macht.